Die Traunsee-Tram zwischen Gmunden und Forchdorf verbindet Menschen auch mit Kulturhauptstadtorten. Die Fahrgäste erfahren nachhaltige Kunst und erleben so auch völlig neue Zugänge und Visionen zur Mobilität. So wurde bereits Anfang des Jahres die Haltestelle Gmunden-Klosterplatz künstlerisch zur Salzzilleninstallation erweitert. Auch der Bahnhof Engelhof und die Haltestelle Karls-Neuhub in Gschwand wurden nun zu künstlerischen Experimentierfeldern von Studenten und Studentinnen sowie Lehrkräften der Kunstuni Linz erklärt. Im und vor dem Bahnhofsgebäude sind sehr subtil Installationen zum Thema Reisen und wie weit führt uns noch unser Weg zu sehen. Bei künstlerischen Projekten ist ja immer die Frage, wie weit kann man gehen oder was ist erlaubt oder gewünscht. Und da sind keine Limits gesetzt worden, was selten passiert eigentlich. Sowas, ja. Bei der Haltestelle Karls-Neuhub ging es dann anders zur Sache. Chaos pur war angesagt, aber sehen Sie selbst. Die Kulturhauptstadt 2024 ermöglicht neue Erfahrungen, die vorher undenkbar waren. Wenn man sieht, wie einfach Kultur sich bewegt, wie Kunst verbindet, und zwar die Tradition mit der Moderne, mit dem Neuen, damit wirklich ganz neue Denkräume aufmacht, auch neue Visionen ermöglicht und sagt, es geht alles mit. Also man nimmt alles mit und es geht nichts verloren. Es verändert sich, es transformiert sich nur und das haben die heute eigentlich sehr, sehr schön gezeigt. Ein Erlebnis, natürlich auch für die Mitwirkenden. Ich bin jetzt seit ungefähr knapp 50 Jahren Musiker, aber sowas wie heute habe ich noch nie erlebt. Nämlich gegeneinander, doch miteinander, war spannend, absolut. Was sagt der Unternehmer zum Chaos und schrägen Ansätzen auf die Dinge? Kunst ist ein innovativer Denkprozess. Ja? Und Innovation brauche ich aber auch in Unternehmen. Und deswegen, wenn ich Leute habe, die ein bisschen vielleicht manchmal schräg denken bei uns im Unternehmen, aber das sind die, die dann vielleicht auch mit den Ideen kommen, die umsetzbar dann sind und die eigentlich gute Neuerungen sind. Kunst erfahren. Eine sehr große Bereicherung und ein Grund mehr, die Fahrt mit der Traunsee-Tram zu genießen.